Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum Archäologen graben? Kannst du dir vorstellen, dass es völlig unterschiedliche Gründe gibt, das zu tun und dass ganz unterschiedliche Leute auch immer völlig unterschiedliche Intentionen haben und völlig andere Hintergründe? Man muss sich natürlich auch immer fragen, was ist mit Archäologen, die wir heute als etwas schwierig betrachten? Können wir sie einfach in irgendeine Ecke drängen oder müssen wir uns viel eher mit ihnen auseinandersetzen? Und dürfen wir das überhaupt über Leute urteilen, die in völlig anderen Zeiten und Kontexten gelebt haben? Oder müssen wir es vielleicht sogar? Ich glaube, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, um der Sache Herr zu werden. Wir müssen mit diesen Leuten sprechen. Wir müssen mit ihnen ins Gespräch kommen. Dann müssen wir ihnen Fragen stellen. Und sie werden uns, das denke ich doch, Antworten geben können. Und dann gab es ja auch für mich einen Traum, in dem gesagt wurde, dass ich das Heilige Kreuz finden soll. Und insofern habe ich mich dann auf den Weg gemacht. So, und dann haben wir gegraben. Und dann haben wir drei Kreuze gefunden. Okay. Hast du mitgegraben oder hast du graben lassen? Also ich habe mir natürlich nicht nehmen lassen, den ersten Spatenstich zu machen. Das wirklich? Ja, das musste ich tun. Also das heißt, du warst persönlich archäologisch tätig? Ja, ja. Also das ging ja gar nicht anders. Aber dann habe ich arbeiten lassen. Natürlich, also das wär, ja, du warst ja auch schon fast anstrengend. Du bist die Augusta. Ich meine, das genau, ist ja auch genau. Nicht so. Das war nur so symbolisch. Ja. Ne? Gehst du tatsächlich davon aus, dass du die echten Orte quasi gefunden hast, an denen diese Stationen in Jesu Leben irgendwie stattgefunden haben? Oder würdest du sagen, okay, manchmal war der Ort auch irgendwie ganz gut und es war irgendwie ganz passend und dann hast du es so ein bisschen so gebogen, dass es halt auch funktioniert hat? Also ich gehe jetzt mal ganz ketzerisch davon aus, dass niemand hundertprozentig sagen kann, das ist der Ort hier. Und insofern würde jeder andere auch abwägen und sich für irgendetwas entscheiden. Denn es ging ja darum, die Gläubigen, ja, denen musste man was geben. Also das heißt, du meinst, es geht am Ende nicht darum, ob es wahr ist, in unserem heutigen Sinne vielleicht wahr, also tausendprozentig überprüfbar, sondern wahr auf einer anderen Ebene, dass es halt eher um das geht, was die Wahrheit mit den Menschen macht, die sie rezipieren? Also ich würde schon sagen, dass ich möglichst nah an die Wahrheit herankommen möchte. Aber gerade die Wissenschaften, die ich vorhin aufgezählt habe, im Gegensatz zu den Naturwissenschaften, ist es ja nicht hundertprozentig überprüfbar. Natürlich. Jede Quelle kann anders interpretiert werden. Jeder archäologische Befund kann auch anders interpretiert werden. Wir nähern uns damit immer nur der Wahrheit. Und das finde ich wichtig. Und dann kann man auch sagen, okay, ich lege jetzt hier fest für mich und baue dann diese Kirche zum Gedächtnis. Ich denke, wir sollten es mal darauf anstoßen, dass dein Buch auch heute noch einfach irgendwie großartig ist und wir es immer noch benutzen, würde ich sagen. Ja? Also aufs Buch. Ja. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Also ich meine, für uns heute ist das ja total einfach. Wir fahren nach Rom und dann können wir eine Führung buchen und dann kommen wir zumindest in einen kleinen Bereich, der für Touristen offen ist. Aber wie hast du das denn gemacht? Also es wusste doch, also ich glaube,
es waren schon Teile entdeckt, wiederentdeckt sozusagen. Aber wie hast du das denn gemacht? Wie hast du denn die Katakomben überhaupt gefunden? Ja, es war tatsächlich ein sehr schwieriger Akt. Wie du schon meintest, man konnte nicht einfach so das Ticket ziehen und rein. Ja. Ich bin in literarischen Quellen gefolgt, was ich in den Büchern gefunden habe. Und das traf dann zu, oder? Also man muss ja immer sagen, die literarischen Quellen haben ja immer recht. Also das hat eigentlich sehr gut gestimmt, was da drin stand. Nichtsdestotrotz musste ich auch viele Leute auf dem Land fragen. Ich habe die Bauern gefragt. Mhm. Also das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, gehst du davon aus, dass die Katakomben tatsächlich noch in, kurz nach jesuanische Zeit datieren, oder wie muss ich das verstehen? Ja, genau, das hast du schon schön zusammengefasst. Also meiner Ansicht nach gibt es diese eine Wahrheit, diese eine katholische, christliche Wahrheit. Und die kann man in den Katakomben, eben wie bei einer meiner Lieblingsabbildungen, sehr schön sehen, wie auch hier oben steht, einer der ersten Apostel, also da dargebracht wird. Also das belegt ja, dass die Katakomben zur Zeit der Apostel entstanden und genutzt werden sein mussten. Wie man hier eben sieht, der Apostel, der hier in den Sarkophag gelegt wird. Und das bekräftigt mich einfach auch in dem, was ich in den Literaturquellen gelesen habe und in der einen Wahrheit gefunden habe. Und diese eine Wahrheit ist für mich der katholisch-christliche Glauben. Und das heißt, diese eine Wahrheit ist es auch, die dich antreibt? Also die, weswegen du archäologisch tätig bist, weswegen du forschst? Genau. Herr de Rossi, also ich kann Ihnen sagen, das wird Sie wahrscheinlich sehr freuen, dass wir heute sagen, der de Rossi, das ist derjenige, der sozusagen die christliche Archäologie zu einer eigenständigen Wissenschaft gemacht hat. Ja, schön. Das freut mich sehr, dass Sie das immer noch denken. Ja, also es ist wirklich so, wir sagen, Sie sind der Erste, der sozusagen die christliche Archäologie nicht mehr als Hilfswissenschaft der klassischen Archäologie begriffen hat oder der Kirchengeschichte, sondern Sie sind derjenige, der sozusagen zur Geburtsstunde quasi unseres wissenschaftlichen Faches beigetragen hat. Als ich mit der Forschung angefangen habe, war ein wichtiges Anliegen von mir und auch von den anderen christlichen Archäologen erstmal die Katakomben, also die größten Katakombenanlagen, wichtigsten Katakombenanlagen zu finden. Mhm. Und ich habe mich einerseits Inschriften bedient, die gefunden wurden und die eben einen Aufschluss auf den Ort von den Katakomben geben können und natürlich auch Schriftquellen. Das haben zwar auch schon Leute vor mir gemacht, aber nicht auf so eine systematische Art und Weise. Also nicht so gezielt und nicht über einen so langen Zeitraum. Mhm. Als ich die Katakomben gefunden habe, war es mir sehr wichtig, die zu beschreiben, sehr intensiv zu beschreiben und auch Zeichnungen anzufertigen. Also zu versuchen, eine Datierung anzustellen über Vergleiche. Mhm. Und das finde ich, habe ich als einer der Ersten sozusagen gemacht. Aber Rom ist natürlich als das Herz der Christenheit, auch wie ich überzeugt bin, der frühen Christenheit, finde ich, verdient Rom schon einen speziellen Augenmerk. Und Rom ist ja auch der Sitz von unserer heiligen Kirche und unseres heiligen katholischen Glaubens. Und deswegen denke ich, dass Rom schon eine besondere Aufmerksamkeit verdient hat. Okay, also das heißt, Sie würden schon sagen, dass Sie auch aus einer Glaubensperspektive heraus gearbeitet haben? Definitiv. Ich habe ja als 20-Jähriger, als ganz junger Mann, mir selber und auch Gott versprochen, mein Leben der christlichen Archäologie zu widmen. Also das heißt, Sie würden sagen, der Papst ist der Auftraggeber Ihrer archäologischen Forschung? Gewissermaßen, ja. Okay. Möchten Sie? Gerne. Ja, dann bitte.
bedienen Sie sich doch. Dankeschön. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben, Herr Wippert. Also ich kann Ihnen sagen, Herr Wippert, dass wir tatsächlich heute, wenn wir über christliche Archäologie und über die großen Forscher sozusagen sprechen, dann fällt Ihr Name immer. Vor allen Dingen aber tatsächlich weniger für Ihre Interpretation als vielmehr für Ihre Abbildungen, die einfach großartig sind. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben eine neue Technik für die Abbildungen verwendet. Ich glaube, eine Foto-Aquarell-Technik. Das heißt, Sie haben wirklich vor Ort gearbeitet und dann später die Abbildung kolorieren lassen? Ich habe die ganzen schlechten Reproduktionen und Abbildungen, die es gab von den Katakomben, von den Malereien, später auch von den Sarkophagen, habe ich versucht, durch eine akribische Arbeit neu zu fassen und der Welt zur Verfügung zu stellen. Wir finden heute noch die Qualität ganz großartig. Also wir sagen immer, ja, den Wippert, den kann man nehmen, aber man muss noch mal sich die jetzigen Fotografien angucken, ob er da nicht durchaus schon Deutung in das Bild hineingetragen hat. Meine Deutung geht immer davon aus, dass die frühchristliche Malerei, die Malerei in den Katakomben, so ausgestattet war oder so konzipiert war, dass sie einfach und klar zu erkennen ist. Die frühen Christen haben versucht, in ihrer Symbolwelt, in ihren christlichen, frühchristlichen Vorstellungen eine Ikonografie zu entwickeln, die sich abgesondert hat von der paganen Umwelt. Ja, also würden Sie tatsächlich sagen, es gibt die pagane Umwelt und davon scharf getrennt entsteht dann das christliche Bildprogramm? Also wieso ist die Einbeziehung des Kontextes denn für Sie so ein Affront? Also das wirkt auf mich, als wären Sie persönlich angegriffen, wenn ich sage, wir müssen den Kontext einbeziehen. Sehen Sie, Sie wissen ja, dass ich in Innsbruck studiert habe, ja, an einer Universität, die dafür berühmt ist, sich gegen all diese Modernismen, die in meiner Zeit die katholische Kirche umspült haben, sich gewehrt hat. Mhm. Ich frage mich bei Ihnen immer, spricht da eigentlich der Archäologe oder spricht da der Priester? Ich habe immer gesagt, die Archäologie, die christliche Archäologie, ja, muss sich als eine Wissenschaft behaupten. Aber sie ist dennoch einem Markt der Kirche. Das ist das Wichtige. Die Kirche kann sich darauf verlassen, dass wir hier das beweisen, was ihre gegenwärtige Praxis ist. Also das heißt, es geht Ihnen schon darum, etwas, also die Dogmen der katholischen Kirche zu beweisen? Ich muss sie nicht beweisen, sie sind ja offensichtlich. Ja, sie sind also offensichtlich. Herr Strigowski, wo Sie gerade da sind, während ich Ihr Buch kopiere, hätte ich spontan einige Fragen, muss ich sagen. Also Strigowski ist so für uns derjenige, der den Orient massiv und ich muss sagen, teilweise nennen wir es polemisch, in die Diskussion gebracht hat. Also ich habe immer den Blick auf die Kunst des Ostens und die dortigen Entwicklungen geworfen. Aber auch, weil ich immer davon überzeugt war, dass letztlich diese Kunstentwicklung die Wurzel für all das ist, was wir in Europa fassen können. Und letztlich müssen wir einfach sagen, und ich denke, dahinter können wir nicht zurücktreten, die aufnehmende Partei war der Mittelmeerraum, war Italien. Andere Strömungen aus anderen Richtungen, sei es der Osten, sei es der Norden, sind hier wirksam gewesen. Da fragt man sich schon, war der Herr Strigowski eigentlich ein Nazi, ne? Was ein solches System einem für Möglichkeiten geboten hätte, wenn man an den entsprechenden Punkten und an den entsprechenden Positionen sitzt. Das heißt, was wäre da möglich gewesen an Arbeit, an Darstellungen der großen Zusammenhänge dessen, was uns wirklich interessiert? Das heißt, Sie hätten sich instrumentalisieren lassen von den Nationalsozialisten, fanden Hitler aber gar nicht so gut, da habe ich anderes gelesen. Sie wissen, dass es generell mein Ansatz war, die Kunstgeschichte und die kunstgeschichtliche Methodik stärker an das kunstgeschichtliche Handwerk
heranzuführen. Es kommt darauf an, eine neue Methodik zu entwickeln. Wir müssen uns befreien von diesen überkommenen humanistischen Gedanken oder gar konfessionell gefärbtes. Das heißt, Sie würden sich als unpolitischen und unreligiösen oder nicht religiösen Menschen bezeichnen? Ich würde mich als einen Menschen bezeichnen, der sehr viele Zwänge, die andere behindern, abgestreift und überwunden hat. Wir müssen uns bemühen, eine Objektivität zu gewinnen. Erst dann können wir, wie haben Sie am Anfang so schön gesagt, die große Erzählung generieren. Erst wenn wir diese vielen kleinen blinden Flecken und diese vielen kleinen Dinge, die ja einem im Herzen und im Kopf quasi schon eingegeben scheinen, erst wenn wir diese beiseite lassen, dann sehen wir die großen Entwicklungen, die es zu skizzieren gilt. In Rom war das Zentrum und vom Zentrum Rom ging es in die Peripherie des Orients hinein. Es war genau andersherum und das wissen Sie ganz genau. All das ist der Schatz und der Beweis dafür, dass Rom der Ursprung christlicher Kunst und Kulturgeschichte ist. Sie sitzen an der Quelle dieser Form von Blindheit und Verbildung, ja? Also man kann sich genauso wenig auf diese katholisch-theologische Sichtweise zurückziehen wie diese Humanisten auf ihre Schriftquellen. Wissen Sie, wie das ist, wenn man tagelang auf Eselsrücken unterwegs ist, um dort wirklich die Monumente, die frühen Monumente, selbst in Augenschein zu nehmen? Oder reicht es Ihnen, wenn Sie in Ihren dunklen Keller herumkriechen? Das reicht mir, und weil dort ich da viele so, Jungs, Dinge ist, also, dokumentieren. Jungs. Jetzt mal ganz, ganz andere Frage, ja? Was ist euch eigentlich daran so wichtig? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, es geht hier darum, dass ihr beide Recht haben wollt. Oder geht es euch um die Sache? Um die Wahrheit. Natürlich geht es um die Sache. Und natürlich, und das ist das Einzige, wo ich zustimmen kann, geht es um die Wahrheit. Also jetzt ist aber mal Schluss. So, jetzt beide mal bitte. Ist ja furchtbar. Also wirklich, was mich jetzt wirklich mal interessieren würde, aus Ihrer Warte heraus, was denken Sie denn, was wir heute für ein Bild haben? Was glauben Sie, wessen Position wir heute in der modernen Forschung teilen? Ja, meine. Ja, ich denke, das ist klar. Meine. Tja, und jetzt werden Sie ganz überrascht sein, alle beide. Wir sind heute der Meinung, man muss das differenziert sehen. Miss Bell, es ist einfach sehr, sehr schön, dass Sie da sind. Dass wir uns mal treffen, das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Und dann auch noch in so einer Bibliothek, das muss ja für Sie eigentlich auch ein ganz schöner Ort sein, oder? Ja, es ist grandios. Ja? Es ist grandios. Es ist fast wie bei mir daheim. Ach, natürlich. Sie haben auch so viele Bücher zu Hause? Ja, selbstverständlich. Ach, Sie wissen, da, wo ich groß geworden bin, da lebte man immer mit Büchern. Strigowski hat mich außerordentlich beeindruckt. Seine Reiseschilderungen waren für mich großartig und ich wollte wirklich auch auf diesem Pfaden wandeln und nach Möglichkeit noch Neues entdecken. Ja, ja, also dieses Gefühl, Pionier zu sein, etwas noch Unentdecktes zu erforschen, es als allererste zum ersten Mal zu dokumentieren, zu zeigen und den Menschen bekannt zu machen. Sie haben viel fotografiert, Sie haben kartografiert, Sie haben vor allen Dingen Bauaufnahmen gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja? Ja. Würden Sie sagen, das war so das Hauptziel Ihrer Forschung, dass Sie erstmal aufgenommen haben, was da ist? Ja, selbstverständlich. Also wenn Sie Land und Leute kennenlernen wollen, ist es natürlich auch sehr wichtig, das zu zeigen, was das Besondere ist in diesem Land. Ja. Ja. Und das war für mich nicht nur eben so, dass ich die Stämme und die Leute dokumentieren wollte und ihre Lebensweise, sondern auch das, was sie umgibt, was sie prägt, was sie ausmacht. Und da spielen diese Altertümer und spielt diese Geschichte eine sehr große Rolle. Haben Sie auch gegraben? Wie ist das?
Nein, nein. Also wir haben jetzt nicht Löcher in die Erde gemacht, so wie das einige Kollegen getan haben. Bei uns ging es mehr darum, eben den Bauzustand zu dokumentieren und zu fotografieren und wirklich so das ganze Umfeld und Ambiente auch zu zeigen. Und was man natürlich immer so ein bisschen hört, ist ihre, ich nenne es jetzt mal, Geheimdiensttätigkeit. Es ist häufig so, das wird man Ihnen häufig sagen, dass natürlich Archäologie und Politik sehr eng miteinander verbunden sein können. Mhm. Ja? Und diese Situation, die damals im Orient entstanden war, mit der Schwierigkeit der Auflösungserscheinungen des Osmanischen Reiches und den Engagement, den Interessen unserer europäischen Mächte, allen voran natürlich unseres britischen Empire, das sorgte dafür, dass unsere Informationen von großer Bedeutung waren. Ja, wir waren die Personen, die die Sprache sprechen konnten, die die Landschaft kannten und die genau wussten, wie man die arabischen Stämme auch gegen das Osmanische Reich mobilisieren konnte. Das heißt, sie haben sich instrumentalisieren lassen. Welche Forschung ist schon frei? Und wissen Sie, als Forscher oder Forscherin verfolgen Sie vielleicht beide Interessen. Natürlich können Sie Ihre archäologischen Interessen verfolgen, aber dennoch dem Empire dienen. Tja, und jetzt wissen wir jetzt, warum Archäologinnen und Archäologen graben, haben wir jetzt verstanden, dass es immer einen zeitgeschichtlichen Kontext gibt, den wir berücksichtigen müssen und natürlich auch persönliche Vorstellungen, Ideale und Umstände. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt mit so vielen Leuten unterhalten und so richtig zufriedengestellt hat mich das eigentlich nicht. Und vermutlich ist das auch einfach deswegen so, weil ich natürlich auch in einen Kontext gebunden bin und weil ich bestimmte Sachen nicht mehr nachvollziehen kann oder nicht mehr gutheißen kann oder eine bestimmte Abneigung gegen bestimmte Dinge habe. Aber ich glaube tatsächlich, dass es keinen anderen Weg gibt, als einfach Fragen zu stellen. Ich glaube, man muss sich unterhalten, man muss Anfragen stellen und dann muss man irgendwie mit den Antworten zurechtkommen und die einsortieren können. Aber es gibt keinen anderen Weg. Tja, und was ihr jetzt macht, wenn ihr nicht per Zufall im Fahrstuhl auf all diese historischen Persönlichkeiten trefft, da habt ihr nur noch eine Möglichkeit. Ran an die Quellen, lesen und die Fragen einfach mal den Quellen stellen.